Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich hier in Potsdam zum zweiten Prozesstag für die öffentliche Verwaltung begrüßen. Mein Name ist Norbert Arendt. Ich habe das Vergnügen, Sie heute durch den Vormittag und auch durch den Nachmittag zu führen. Ich übergebe an Herrn Professor Günther, den wissenschaftlichen Leiter unseres Forschungsprojekts. Ja, vielen Dank, Norbert Arendt. Ja, unser Projekt ist in den vergangenen Monaten gut vorangekommen. Viel hat sich getan. Es gab große Resonanz auf das Projekt bundesweit, gerade auch im Nachgang zu unserem Prozesstag, der viele Entscheider aus ganz Deutschland nach Berlin gebracht hat und der im Anschluss genau die Multiplikatorfunktion gezeigt hat, die wir uns erhofft hatten. Es wurde vor Ort das Projekt kommuniziert, es reichten uns zahlreiche Anfragen. Auch wir haben natürlich dann im Anschluss dann das Unsere getan, um das Projekt noch weiter bekannt zu machen und zu zeigen, dass diese ganze Thematik der Prozessverwaltung, der Prozesssammlung, der Prozesserhebung jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt und dass es auf allen drei Verwaltungsebenen von hoher Relevanz ist. Egal aus welcher föderalen Ebene Sie kommen, auch aus In- oder Ausland, ich glaube, uns alle beschäftigt eins, wohin geht die Verwaltung? Wie gestalten wir die Transformation dieser Verwaltung? Unser Ansatz in Sachsen ist, dass ein erfolgreiches Prozessmanagement nur in Zusammenwirken mit mehreren Verwaltungsebenen gelingen kann. Prozesse machen eben nicht an Verwaltungsgrenzen halt. Gerade an den Schnittstellen, im Freistaat Sachsen beispielsweise zwischen der kommunalen und der staatlichen Ebene. Aber wir sehen es auch an den Schnittstellen im Verhältnis zur Bundes- und zur Europaebene, dass es hier gerade die bedeutsamen Optimierungsmöglichkeiten gibt. Einfach machen, das muss die Devise sein. Nicht lange, jahrelange Theoriegebilde aufbauen, sondern es ist ganz wichtig, dass Pilotprojekte begründet werden können, um Erfahrungen auch zu gewinnen in den Methoden des Prozessmanagements. Und ich glaube, der Erfolg unterschiedlicher Ansätze und Herangehensweisen kann auch so verglichen werden. An erster Stelle steht natürlich der Haushaltsdruck, wobei viele jetzt auch in den Gesprächen, in den Diskussionen, die wir auch im Rahmen des Forschungsprojektes führen, sagen, ja, also liebe Leute, ihr macht ja nicht nur Prozessmanagement, um Haushaltsmittel einzusparen, sondern ihr wollt ja auch besser werden. Ja? Die Prozesse sollen effizienter und vor allen Dingen auch effektiver werden. Ja? Es geht ja nicht nur um Effizienz, sondern auch um Effektivität. Und das heißt nicht zwingend, dass man immer auch was einsparen muss. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der Haushaltsdruck ein entscheidender Punkt, der sicherlich auch die Verwaltung zur Veränderung treibt. Demografischer Wandel, technologischer Wandel, der Bürger erwartet eine Kommunikation mit der Verwaltung auf Augenhöhe, sprich grenzenlose Kommunikationsmöglichkeiten, Erwartungen an den Service, an die Servicequalität und so weiter. Also Sie sehen an den einzelnen Punkten, ich will sie jetzt nicht alle vorlesen, weil sie auch von meinen Vorrednern, wir haben jetzt auch schon angesprochen worden, letztendlich sehen Sie in jedem Punkt den Sinn und Zweck, der mit Prozessmanagement verfolgt wird. Wir haben nun aus der Perspektive nationale Prozesspolitik die Idee entwickelt, dass das zwar alles richtig ist, aber es dennoch eine Gemeinsamkeit gibt und das ist dieser Prozessgedanke und den wollen wir irgendwie zentralisieren, nicht im Sinne von an uns ziehen, sondern eine zentrale Anlaufstelle schaffen, wo Sie auch Prozesswissen, egal aus welcher Perspektive es generiert wurde, erreichen können, finden können, nachnutzen können. Das Ganze nun auch noch ebenenübergreifend, das heißt also Prozesswissen auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene oder auf der Bundesebene soll über die nationale Prozessbibliothek verfügbar gemacht werden. Das Ganze ist also auch live schon zu sehen. Muss dazu einschränken, wir sind noch nicht live, weil wir zum einen Funktionalitäten noch weiterentwickeln wollen, zum anderen aber auch, weil es bei solchen Online-Plattformen immer nur einen Schuss gibt. Und der erste Schuss muss sitzen. Das heißt also, das, was wir hier machen mit Ihnen, hat auch ein bisschen Testcharakter. Also wenn wir merken und Sie sagen, das verstehe ich nicht ganz, dann ist das für uns der Impuls, etwas besser zu machen. Wir haben bis Mai 2013 Projektlaufzeit, das sind also noch gefühlte 13 Monate,
wir haben also nicht die Chance, die Sache so rund zu machen, dass Sie am Ende sagen, das ist mal eine Plattform, die die Verwaltung wirklich voranbringt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.